In den Ökosystemen der späten oberen Kreidezeit von Nordamerika lebten verschiedene räuberische Dinosaurier. Es fällt aber sofort auf, dass es einerseits sehr kleine Räuber gab, wie die Dromaeosaurier mit einem Körpergewicht von 16 Kilogramm und die 63 Kilogramm schweren Oviraptoren, und dann ein gewaltiger Größensprung stattfand, sodass die nächstgrößeren Fleischfresser bereits die Tyrannosaurier waren, die ausgewachsen im Durchschnitt rund 5.350 Kilogramm wogen. Das bedeutet, dass der Massesprung von 63 bis 5.350 Kilogramm reicht. Ein fast 85-facher Unterschied. Eine solche ungleiche Verteilung ist aus heutiger Sicht völlig verblüffend. Eine solche Größenverteilung kennen wir im heutigen Tierreich nicht. Wem das gefallen hat und wer wissen möchte, wieso es keine mittelgroßen Räuber in Ökosystemen mit Tyrannosaurus gibt, der erfährt die Antworten darauf und auf vieles mehr in meinem Buch Großartige Giganten vom DTV-Verlag.